und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meinen Lesemonat vom Januar und ich zeige euch die Bücher, die ich gelesen habe und meine Meinung dazu und würde sagen, wir legen mit dem Video los. Let's go! Ich habe diesen Monat für mich sehr, sehr gut gelesen, beziehungsweise im letzten Monat, das ist ja schon Februar, und hatte so teilweise so gefühlt nur so Durchschnittsbücher. Aber trotzdem freue ich mich, dass ich so viel gelesen habe. Und wir fangen jetzt einfach mal mit meinen Highlights an. Wir fangen an mit diesem Buch hier, und zwar Das Geheimnis der dunklen Fee. Das ist aus der Reihe Disney Villains. Der vierte Band, der ist im Januar als Taschenbuch erschienen. Und da ich die als Taschenbuch lese oder damit angefangen habe, kaufe ich mir die jetzt eben immer, wenn sie als Taschenbuch rauskommen. Und hier geht es um die Geschichte von Maleficent, wie sie so böse geworden ist und wie eigentlich ihre Geschichte ist. Und ja, ich muss sagen, ich habe es wieder absolut geliebt. Ich liebe allgemein diese Reihe. Ich feiere die mega. Und deswegen war es für mich auch wieder ein absolutes Highlight, zu wissen, wie Maleficent eigentlich so in ihrer Kindheit war, wie es dazu gekommen ist, dass sie so böse geworden ist. Und auf jeden Fall fand ich sehr, sehr spannend und sehr interessant, was dort noch alles so rausgekommen ist. Und kann ich auf jeden Fall absolut empfehlen. Ich kann aber die ganze Reihe komplett empfehlen. Dann habe ich eine Reihe weiter gelesen, und zwar diese hier von Die besonderen Kinder, und zwar einmal den vierten Band, Der Atlas der besonderen Kinder, und den fünften Band, Das Vermächtnis der besonderen Kinder. Ich liebe diese Reihe, ich lese die auch schon seit so vielen Jahren, weil ich einfach immer zwischendurch teilweise so lange Pausen mache, bis ich wieder weiterlese. Aber ich bin jedes Mal wieder voll drin, wenn ich ein Band in der Hand habe. Deswegen habe ich diesen Monat gleich zwei gelesen. Leider nicht gleich. Das eine ist gebundene, das eine Taschenbuch. Bis jetzt wurde der fünfte und sechste Band noch nicht als Taschenbuch angekündigt. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole mir das jetzt gebunden, weil ich unbedingt weiterlesen wollte, auch wenn ich es nicht leiden kann, dass es nicht zusammenpasst, aber es ging nicht anders. Und ja, hier geht es eben um die Geschichte der besonderen Kinder, die besondere Fähigkeiten haben und eben sich vor der realen Welt schützen müssen, denn sie sind da nicht so ganz gut angesehen, beziehungsweise wissen die Leute eigentlich nicht, dass es besondere Kinder gab. Und ja, hier ist man natürlich schon viel, viel weiter als im ersten Band. Ich kann jetzt natürlich hier nicht zu viel erzählen, aber ja, sie kämpfen auf jeden Fall um ihr Leben. Und ich liebe einfach diese Reihe absolut abgöttisch und fand auch diese zwei Bände wieder mega gut. Dann machen wir weiter mit zwei Büchern aus der Fair Street Reihe. Die sind ja nicht letztes Jahr, ich glaube schon vorletztes Jahr nochmal neu erschienen in einer Neuauflage. Diese Fair Street Bücher gibt es ja schon seit 1900, weiß ich nicht wie lange. Also auf jeden Fall schon viele, viele, viele Jahre. Und dadurch, dass jetzt hier nochmal Netflix-Serien oder Netflix-Filme gekommen sind, haben sie jetzt hier die ersten vier Bände nochmal in zwei Bücher neu aufgelegt. Es sind jetzt auch noch weitere Bände in diesem Format, in diesem Verlag auch erschienen. Und wir haben hier einmal Fair Street der Anfang und Fair Street die Rückkehr. Das sind einmal, hier sind immer zwei Bände in einem, einmal Band 1 und 2, Band 3 und 4. Und das sind eben kurze Jugend-Thriller, die ich sehr, 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 sehr gerne mochte. Ja, hier geht es zum Beispiel einmal um ein Junge und ein Mädchen. Und zwar möchte Corey Anna ganz unbedingt besser kennenlernen. Und als er aber bei ihr zu Hause anruft, heißt es, sie ist schon lange tot. Und die zweite Geschichte, darum geht es, dass Mac glaubt, ein Jahr nach Evans Tod das Schlimmste überwunden zu haben. Mit einer Überraschungsparty will sie die alten Freunde wieder zusammenbringen. Doch auf einmal schwebt sie in tödlicher Gefahr. Und hier haben wir einmal die Geschichte, dass sechs Jugendliche nachts allein auf der Fair-Insel oder auf Fair Island campen. Und ja, die Nacht wird allerdings zum Albtraum. Und dann gibt es noch eine Geschichte von Mark und Kara. Die beiden erhalten von ihren Eltern plötzlich keine Nachrichten mehr, keinen Anruf, absolut nichts. Ihre Eltern sind verschwunden. Als sie auf ihre Arbeitsstelle anrufen, heißt es, sie haben da nie gearbeitet. Und ja, sie fragen sich nun eben, was ist passiert.
Und ja, die Geschichten haben immer so um die 160, 170 Seiten. Und ich mochte sie, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Sie haben mich wirklich in Spannung gehalten. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und dadurch, dass sie halt eben so kurz sind, lässt eben auch die Spannung nicht nach. Also es geht dann halt wirklich rasant zu. Und kann ich auf jeden Fall absolut empfehlen. Ich werde mir auch die weiteren Bände noch holen. Dann habe ich gelesen dieses Buch hier, und zwar von Ginny Myers, Sane Dark and Shallow Lies. Ich würde es also als Urban Fantasy betiteln, dass es eben in der realen Welt spielt, aber eben mit Fantasy-Anteilen. Und zwar geht es hier um Grey, die ihre Sommerferien immer in einem bestimmten Dorf verbringt, bei ihrer Oma und ihren Freunden, die sie dort eben hat. Und dieses Jahr kehrt sie zurück, allerdings ist alles anders, denn ihre beste Freundin ist ein paar Monate vorher verschwunden, spurlos verschwunden, und sie möchte eben herausfinden, was mit ihr geschehen ist, denn sie kann sich nicht vorstellen, dass in einer Stadt der Übersinnlichen, so wird es nämlich genannt, keiner sagen kann, was mit ihr passiert ist. Und ja, daraufhin begibt sie sich auf die Suche. Und ja, ich muss sagen, ich mochte es ganz gerne. Aber es hat halt über 400 Seiten und es hat sich teilweise ein bisschen gezogen. Also es war jetzt nicht so, dass ich es hätte abbrechen wollen. Ich wollte schon immer wissen, wie es weitergeht, vor allem wenn dann so ein paar Sachen rausgekommen sind. Aber ich fand einfach, manche Sachen hätte man kürzen können oder einfach komplett weglassen können. Also teilweise hat sich es, wie gesagt, so ein bisschen gezogen, und wo ich mir dann so dachte, ist das jetzt so wichtig? Eigentlich nicht. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen war es ein ganz gutes Buch. Dann habe ich ein Buch gelesen, wo ich sehr, sehr hohe Erwartungen hatte. Und zwar dieses Buch hier, Mace Cutter, Das Erbe der Auserwählten von James Deschner. Das ist eine Spin-off-Reihe zur Mace Runner-Serie oder Reihe. Und zwar spielt sie eben 70 Jahre nach den Geschehnissen der Mace Runner-Reihe. Und hier geht es um Isaac und seine Freunde, die eben auf einer kleinen Insel wohnen. Die Maze Runner kennen, wissen, auf welcher Insel ich meine. Und dort ist eigentlich immer alles in Ordnung und sie leben eben ihr Leben, bis plötzlich ein Schiff anlegt mit einer Frau und ganz vielen Leichen an Bord. Und diese Frau sucht Isaac und seine Freunde, denn nur mit deren Hilfe soll es möglich sein, ein Heilmittel gegen den Brand zu finden. Denn auch 70 Jahre nach den ganzen Geschehnissen ist die Krankheit mutiert. Und sie sind eben immer noch auf der Suche nach einem Heilmittel. Und so beginnt das Abenteuer von Isaac und seinen Freunden. Und ja, ich muss sagen, ich hatte sehr, 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 sehr viele und sehr hohe Erwartungen daran. Beziehungsweise ich habe mich auch sehr, sehr dolle drauf gefreut, muss ich sagen. Trotzdem habe ich leider einen Dämpfer bekommen. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich mit zu viel Vorfreude an dieses Buch gegangen. Ich mochte die Geschichte ganz gerne. Allerdings ist halt einfach nicht viel passiert, meiner Meinung nach. Man liest aus verschiedenen Sichten, und das fand ich auch ganz interessant. Ich habe übrigens auch einen Lesevlog dazu gedreht, der kommt demnächst noch online. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach einfach nicht so aus dem Knick gekommen. Also es hat gedauert, bis dann wirklich mal was passiert ist, und es war alles so ein bisschen so dahin geplempert. Aber zum Schluss wurde es auf jeden Fall richtig, richtig spannend, und man hat auch ein paar Begegnungen mit alten Bekannten und alten bekannten Dingen. Das fand ich dann ganz interessant und ganz gut, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen hoffe ich, dass die nächsten Bände noch spannender werden. Dann habe ich einen Manga gelesen, und zwar dieser hier, Play It Cool Guys 4. Da geht es eben um vier Jungs, die durch ihr Leben mit viel Schlamasseln gehen, also sie sind typische Tollpatsche, und ja, das ist ganz lustig. Play It Cool Guys ist auch komplett in Farbe, mochte ich wieder ganz gerne. Hier im vierten Band geht es um den Sommer und wie sie eben ihren Sommer verbringen. Ja, ist auf jeden Fall immer was Lustiges für zwischendurch. Und dann habe ich diesen Comic gelesen, Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht. Und ja, hier geht es um Freddy und Laura. Die beiden sind ein Pärchen. Und ja, Laura macht eben andauernd mit Freddy Schluss und kommt dann kurze Zeit später wieder zu ihr zurück. Und die beiden sind dann plötzlich wieder ein Paar. Und ja, ich muss sagen, ich habe mir irgendwie ein bisschen was anderes noch drunter vorgestellt.
denn ich habe viel gelesen, dass das Buch sehr, sehr beliebt ist und man sehr viel aus diesem Buch mitnimmt. Ich wiederum fand, dass man einfach nur über eine toxische Beziehung liest. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich ja hätte rausnehmen sollen, außer dass sich Freddy eben immer wieder weichklopfen lässt und das mit sich machen lässt, dass, ja, es war okay, aber halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich würde was damit mitnehmen von diesem Buch. Dann habe ich gelesen dieses Buch hier, und zwar Der Sommer, als Chad ging und Daisy kam. Hier geht es um die 13-jährige Apron. Ihr steht ein einsamer Sommer bevor, denn ihre beste Freundin lässt sie links liegen und sie versucht auch noch über den Tod ihrer Mutter hinwegzukommen. Und ja, sie trifft dann auf Mike und Chad. Die beiden haben einen Blumenladen und dort beginnt sie ein Praktikum und freundet sich mit den beiden an. Was man dazu vielleicht sagen sollte, ist, dass dieses Buch 1985 spielt, also irgendwann 1980 in der Dreh rum, was man allerdings nirgendwo vorher rausliest. Erst so fast nach der Hälfte des Buches ist mir auf einmal aufgefallen, okay, das spielt ja gar nicht jetzt, sondern 1900 und, denn ich habe nicht ganz verstanden, warum es hier so krass abartig ist, homosexuell zu sein. Es geht auch noch um eine Krankheit, die damals eben noch nicht groß behandelt werden konnte. Und ich stand immer so ein bisschen auf dem Schlauch und habe so gedacht, wieso wird das alles so abgewertet? Das war ganz, ganz eigenartig, bis ich dann eben herausgefunden habe, oder ein Satz fiel, wo es darum ging, dass es 1980 ist. Und ich mir so dachte, jetzt macht einiges Sinn. Also das sollte man vielleicht vorher wissen, aber im Großen und Ganzen mochte ich das Buch sehr, sehr gerne. Also man hat auf jeden Fall den Weg von Apron mitbekommen, wie sie ein bisschen, nicht erwachsener wird, aber jugendlicher wird und wie sie eben damit umgeht. Und vor allem auch die Geschichte von Mike und Chad, die auch sehr traurig ist. Und ja, sie kämpft eben auch mit ihren Problemen, mit ihrer Familie. Und ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich denke mal, man kann, das wäre eigentlich auch so ein gutes Urlaubsbuch, aber ich hatte jetzt wirklich so Lust drauf, das zu lesen. Also den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Dann habe ich gelesen dieses Buch hier, Schwestern durch die Zeit, von Theresa Hochmuth. Und hier geht es um zwei Mädchen. Die eine lebt jetzt in der Gegenwart und die andere kommt aus der Vergangenheit. Und am liebsten würden sie ein anderes Leben leben, denn so wie sie gerade leben, versteht sie einfach keiner. Und ja, die beiden lernen sich kennen über ein altes Schreibpult, denn Dotti und Frieda, so heißen sie, schreiben nämlich Tagebuch, beziehungsweise eigentlich in ein Notizbuch, und sie legen das in dieses Schreibpult und in der anderen Welt kommt dieses Notizheft dann eben hervor oder die Nachricht. Und dann passiert auf einmal das Unglaubliche, als eine der beiden gerade das Heft rausnehmen will und die andere es gerade erst reinlegt. Und Frieda zieht Dotti dann zu sich ins Jahr 1822 und das Abenteuer beginnt. Ich muss sagen, ich mochte es auch ganz, ganz gerne. Also es hat auch sehr kurze Kapitel, man hat es wirklich sehr schnell durch. Es ist auch sehr dünn, es ist der Anfang einer Reihe. Und ja, es war jetzt nichts groß Besonderes, aber trotzdem hat es mich ganz gut unterhalten und ich fand es ganz interessant. Zum Ende hin wollte ich dann auch wissen, wie es weitergeht. Also ich werde dann auch weiterlesen, wenn es dann die nächsten Bände gibt. Aber so sollte man jetzt nicht komplett was krass Spannendes erwarten. Aber so an sich ist es eine schöne Freundschaftsgeschichte und auch was Freundschaft bedeuten kann, beziehungsweise wie schnell sie auch kaputt gehen kann. Das alles liest man hier und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist dieses hier, Emily in Paris Teil 2. Hier geht es eben um Emily, die in Paris ist, wie der Titel sagt. Und zwar ist sie eben geschäftlich dort und erlebt dort dann so ihre Abenteuer. Sie liebt Paris über alles und lernt dort auch verschiedene Leute kennen. Und hat dann so ihre Schlamassel, Peinlichkeiten, aber auch schöne Sachen, die sie erlebt. Und hierzu gibt es auch eine Netflix-Serie und dieser zweite Band ist eben zur zweiten Staffel.
Und ich mochte es wieder ganz gerne. Es hat mich sehr unterhalten. Es war sehr humorvoll. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen für diejenigen, die mal nach Paris abtauchen wollen. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Büchern. Und zwar habe ich einmal dieses Buch hier gelesen. The Player's Table. Wer nicht mitspielt, hat verloren. Und das hier ist ein Jugendthriller. Da geht es um Jill. Und Jills Welt gerät ins Chaos, denn sie bekommt die Nachricht, dass Graham Shyla nicht getötet hat. Und Shyla war ihre beste Freundin und vor 3 Jahren wurde sie tot gefunden und ihr Freund Graham, also der Freund von Shyla, wurde eben verurteilt, denn er war der Schuldige. Aber ja, wie gesagt, jetzt wird auf einmal alles aufgewühlt, denn er soll nicht schuldig sein und Jill will jetzt herausfinden, was hat es damit auf sich und vor allem, wenn er es nicht war, wer war es denn? Denn die It-Clique, Players, so heißen die eben, das ist die It-Clique ihrer Elite-Schule, die waren an dem Abend alle dabei. Und klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr guten Story. Allerdings muss ich auch hier sagen, bei fast 400 Seiten hat es sich sehr, sehr, sehr gezogen. Also teilweise waren es sehr lange Kapitel, wo ich mir so dachte, was interessiert mich das jetzt eigentlich? Also man hätte hier auch einiges weglassen können und man hatte dann immer schon eine Ahnung, die wurde dann aber wieder zerschlagen. Also da muss ich sagen, das fand ich ganz gut. Also ich habe zwar dann fast am Ende schon geahnt, wer es dann oder wie es ausgegangen ist, aber trotzdem, die Story an sich ist ganz spannend, aber trotzdem hat sie sich sehr, sehr gezogen. Also ja, hier hätte man wirklich einiges kürzen können. Trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich es abbrechen wollte. Ich wollte natürlich wissen, wie es ausgeht. Und ja, also war ganz durchschnittlich gut, aber man hätte manche Sachen einfach weglassen können. Ich mochte die Zeitsprünge nach so früher zurück sehr gerne, aber das, was dann teilweise jetzt passiert ist, das hätte man, wie gesagt, kürzen können. Und das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist dieses hier. Und zwar habe ich eine Reihe beendet. Und zwar Twins, Der dunkle König von Michael Pinecofer. Pinecofer? Und zwar geht es hier um Annie und Win. Die beiden sind... Darf ich das überhaupt sagen? Ich glaube, das würde spoilern. Ich glaube, man kann sich zwar denken. Aber die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Und begegnen sich und tauschen ihr Leben. Das ist die Geschichte vom ersten Band. Und dann geht es eben los. Sie müssen ihre Welt verteidigen. Denn auch das geht ins Fantasy-mäßige. Einmal gibt es eine Fantasy-Welt und einmal gibt es eine reale Welt. Und ja, die Reihe mochte ich sehr, sehr gerne. Sie hat mich sehr unterhalten. Lässt sie auch schnell lesen. Ist eben ein einfaches Jugend-Fantasy-Buch. Und ja, ich mochte die Geschichte ganz gerne, deswegen ein bisschen traurig bin ich vielleicht, dass es jetzt zu Ende ist, aber trotzdem kann ich sie auf jeden Fall empfehlen. Und ja, das war mein Lesemonat vom Januar. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden, was ich im Januar gelesen habe. Ich habe mir auch im Januar sehr viel Zeit zum Lesen genommen und ja, hatte mir zwar, wie gesagt, hauptsächlich fast nur so Durchschnittsbücher, aber trotzdem vollkommen in Ordnung. Ich habe keins abgebrochen, so schlimm waren sie dann auch nicht. Aber ja, das war mein Lesemonat. Wie war denn euer Lesemonat? Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Und dann lasst gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne auf den roten Abonnieren-Button drücken. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!